jetzt nach Moskauer Zeit, 4 Uhr. Es ist der 2.7., nur dass ich das weiß. Ja, ich dachte, ich nehme jetzt mal kurz so die ersten Eindrücke von der Transsibirischen Eisenbahn auf. Ich bin jetzt so etwa, sind wir 16, 17 Stunden rum unterwegs. Wir waren gerade in Balesino, wenn ich es richtig ausspreche, keine Ahnung. Bisher ganz cool. Wir haben das Glück, dass wir hier nur zu zweit in der Viererkabine sind, deshalb haben wir viel mehr Platz. Wobei wir die oberen beiden Betten eigentlich nicht anfassen sollen. So haben wir es mal verstanden. Es ist ziemlich krass, sobald es aus Moskau raus war. Gut, ich habe jetzt die ersten paar Stunden auch geschlafen, weil es mitten in der Nacht war. Ja, man sieht im Prinzip immer mal wieder eigentlich jede Menge Wälder und dann vereinzelt mal so ein kleines süßes Dörfchen mit lauter Holzhäuschen, einstöckige Häuser. Ich habe sowas in der Richtung schon mal in Armed Assault gesehen. Ich habe mich ja vorher nicht so informiert, wo ich hier überall durchfahre. Das ist schon ziemlich krass, dass da Leute wohnen. Es wirkt so ganz notdürftig ans Stromnetz angeschlossen und ja, es ist schon ziemlich in eine gewisse Zeit zurückversetzt, was ich jetzt nicht gedacht hätte. Wir haben das Glück, man kann immer wieder anhalten, da kann man sich mal die Beine vertreten, so 15 bis 20 Minuten, wie es ja auch gerade eben war. Was ich ziemlich krass finde, ist, dass da viele Bäuerinnen, also es sind vorwiegend Frauen, frisches Obst und Brot versuchen zu verkaufen. Finde ich an sich eine sehr, sehr gute Idee. Es sind nur so richtig viele. Ich weiß nicht, ob das jetzt sonderlich rentabel für die ist. Ich habe jetzt bisher da noch nichts gekauft, aber ich habe gedacht, morgen, wenn mein zweiter Apfel alle ist, habe ich nichts dagegen, mir da ein bisschen Obst zu kaufen. Und ich meine, man tut ja auch dann den Leuten was Gutes. Ja, ansonsten zieht sich das ziemlich, die Fahrt. Also mein Zeitgefühl ist total außer Kraft gesetzt. Ich habe gar keine Ahnung, als wie viel Uhr es ist, wenn ich nicht die ganze Zeit gucken konnte. Und ja, was kann ich noch sagen? Also ich bin ziemlich überrascht. Also wir haben hier, ich werde gleich die Kabine noch ein bisschen filmen. Ja, es ist eine Klimaanlage da. Wir haben einen Fernseher, den ich aber jetzt nicht unbedingt benutzen mag. Ich glaube, es ist eh nur auf Russisch. War auch schon im Speisewagen, wo man eigentlich ganz günstig, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so günstig ist, dass man da essen kann. Also irgendwie, ja, für so 5 Euro bekommt man, glaube ich, schon Borscht. Leider keine Pelmenis, sonst hätte ich mich damit bestellt. Ja, nächste Station ist wohl Perm, wo wir dann auch mal länger als 20 Minuten sind. Da kann man auch mal ein bisschen weiter weggehen. Ansonsten habe ich immer Angst, vom Gleis wegzugehen und den Zug zu verpassen. Aber eigentlich, ja, ich habe bisher die Frau, die Zugbegleiterin, genau, so heißt das, immer gefragt. Es ging sogar mit meinem wenigen Russisch, was ich kann. Na gut, wie lange das dauert, werde ich immer noch hinkriegen. Aber bisher funktioniert es ganz gut. Es gefällt mir echt gut. Es versetzt einen in so eine Nachdenkphase, man nimmt Zeit auf einmal ganz anders wahr und also wenn man halt überlegt, dass ich ja jetzt schon einige hundert Kilometer gefahren bin, also ich glaube, ich bin schon einmal fast durch Deutschland durch, das ist schon ziemlich krass. So, das ist die Kabinentür, es ist ein Spiegel, was das Ganze viel größer macht, das finde ich gar nicht schlecht. Hier oben ist ein Fernseher und wenn man ja da so guckt, ist da noch weiterer Stauraum für die Leute, die jetzt oben schlafen würden, was jetzt nicht ist. Und ja, das hier wären jetzt so die oberen Betten. Ganze ist, wie gesagt, ziemlich klein. Und ja, jetzt bin ich auch schon am hinteren Ende. Da ist hier so ein Tisch. Und wenn man diesen Sitz hier umklappt, dann hat man mein Bett. Das ist im Prinzip schon alles. Und meine Sachen, die habe ich hier unten drunter. Ist eigentlich ziemlich viel Platz. Und dann ist hier so der derzeitige Blick aus dem Fenster. Ist eh nur Wald aktuell. Wahrscheinlich kommt demnächst wieder so ein kleines süßes Dörfchen. Das war's soweit.